Was geht ab, meine Z-Fighter? Osir hier. Und heute machen wir auf Anfrage gestern im Stream, da wolltet ihr das sehen, dass ich die neueste Stage vom Freezer-Event mache, vom LF Freezer. Ich habe dazu zwar ein Video gemacht, aber ich gebe euch recht, ich habe da nur euch quasi aufgezeigt, welche Charaktere ihr mitnehmen könnt, welches Team ich euch empfehle. Selber gemacht habe ich es noch nicht, deswegen machen wir das heute an der Stelle auf jeden Fall. Und genau, für so Anfragen bin ich gerne offen, also könnt ihr mir das gerne stellen, wo und wann und wie ihr immer wollt. Aber let's go! LF Freezer Event, wir wissen, Stage 4 ist hinzugekommen. Und da wissen wir auch, dass die ganze Stage ist vom Extreme Agility Type, also wäre es vom Vorteil, wenn wir mit einem Tag Team reingehen. Und wir wissen noch, dass aus Stage 4, beziehungsweise dass wir im ganzen LF Freezer Event nur Charaktere mitnehmen können, die Free-to-Play sind. Free-to-Play-Charaktere, die in irgendeiner Art und Weise aus einer Stage gedroppt sind und nicht die man durch den Login-Boni etc. bekommen hat. Also müssen sie aus dem Stage gedroppt sein und sie müssen Z-Awaked sein, beziehungsweise Dokken-Awaked. Also ihr Maximum erreicht haben an der Stelle. Stage 4 droppen weitere Freezer. Das ist der Freezer, der zum LR wird quasi. Auf Stage 4 droppen weitere mit einem Prozentsatz von 15% und die restlichen Prozentsätze gelten dann den Medaillen, die dann dort droppen. Wenn ihr nur noch die Medaillen braucht, dann empfehle ich euch Stage 3 zu machen, denn da droppen dann quasi nur die Medaillen und da droppen auch dann mehr. Also das geht von, dass ungefähr 5 bis 20 Medaillen droppen, so habe ich es im Kopf. Und an Stage 4 an der Stelle droppen dann quasi der Charakter und weniger Medaillen. Genau. Anyways. Wir machen, wie gesagt, Stage 4. Ich nehme ein Free-to-Play-Tag-Team, das würde ich euch auch empfehlen für Stage 4. Und wir sehen schon, uns werden auch nur Friends angeboten, die Free-to-Play-Tag-Charaktere sind. An der Stelle sehen wir natürlich, wer das ist. Ja, LR Goku ist zum Beispiel Free-to-Play. Aber ich habe den Dude gesucht, denn ihn würde ich empfehlen, als Friend zu nehmen und auch als eigenen Leader. Denn er gibt Tag-Type-Charakteren Key plus 3, HP und F 30%. Falls ihr nicht wisst, wie ihr ihn bekommt, ich habe dazu auch ein Video gemacht, könnt ihr euch gerne ansehen. Nun, in Sachen Team, was nämlich für ein Team, wenn ihr da einmal auf Team klickt und ihr vor der Stage seid, so wie ich das gerade war, dann zeigt es euch direkt an, welche Charaktere ihr mitnehmen könnt. Also, ich empfehle euch auf jeden Fall, wie gesagt, diesen Goku mitzunehmen, ihn als Leader zu nehmen. Dann den Angel Goku, seine Vorform könnt ihr auch mitnehmen. Es ist Angel Goku, nicht Super Saiyan 3. Bulma sollte auch auf jeden Fall rein. LR Goku auch rein mit ihm an der Stelle. Und jetzt wäre es cool, wenn wir noch Linken Partner haben, beziehungsweise Charaktere, die Key geben. Das wäre zum Beispiel der Fall, dieser Gohan, Baby Gohan, der Fall. Ich habe ihn leider nicht Dokken Awaked, beziehungsweise Awaked. Wenn ihr das habt, dann würde ich ihn empfehlen, auch wenn er nur SSR ist. Denn er gibt dann Tag Type Key plus 3 und auf die Verteilung 30% war es, glaube ich. Aber das ist die Key deutlich sinnvoller für uns, weil Goku da ein bisschen eigene Link-Skills hat, sage ich mal. Gut, dann nehmen wir noch rein, auf jeden Fall nehmen wir, würde ich sagen, Candy Vegito könnt ihr mit reinnehmen. Ich werde aber, denke ich, Jackie Chun mit reinnehmen, weil er healen kann. Und Yurin, weil Yurin den Angriffen Gegner, dessen Angriff und Verteidigung 15% senkt und eine Chance durch ihre Auto-Attacks hat, den Gegner zu stunnen. Vegito hat es in der Ulti. Vegito könnt ihr eigentlich auch mitnehmen. Nur, also keine Vegito könnt ihr auf jeden Fall auch mitnehmen. Ich mache das mal so, weil LR Goku hat da schon spezielle Link-Skills und Candy Vegito gibt denen leider keine Items. Könnt ihr eigentlich Double Heal mitnehmen. Senzu Bean Dende würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und dann müsst ihr nicht so die wertvollsten Items mitnehmen. Ihr könnt mal die, zum Beispiel die Bulma hier mitnehmen. Denn die gibt uns Attack und Death Boost um 20% für 3 Runden. Ist gar nicht so schlecht. Und ansonsten irgendein Item, was uns Damage Reduction liefert. Ich nehme mal, gehe mal mit King Gamer einfach. Ghost Usher wäre da auch nicht verkehrt. Anyways, dann schauen wir mal, wie das Ganze hier funktioniert, wie das Ganze hier läuft. Und don't mind me, währenddessen werde ich ganz kurz nachschauen wegen den Medaillen, dass ich euch da keinen Mist erzähle. Ich habe die genauen Zahlen auch nicht im Kopf. Wäre aber gut, wenn ihr auf dem Weg zu LF Freezer natürlich die Key einsammelt. Ich habe das zwar in dem letzten Video erwähnt dazu, aber ich werde das die ganzen Videos werde ich auch in die Beschreibung setzen. Wenn ich das vergesse an der Stelle, dann gebt mir da auf jeden Fall Bescheid, wie ihr den dreifachen Goku zum Beispiel kriegt. Das werde ich runtersetzen. Wie eventuell den besiegt. LR Goku, ja. Dazu habe ich auch schon Videos gemacht. Die ganzen News zu der Freezer Stage etc. etc. Falls ich ja irgendwas vergesse, dann gebt mir da auf jeden Fall Bescheid und ich füge sie dann nachträglich hinzu. Anyways,
Ah gut, LA Guk hat da an der Stelle gut Key bekommen, dann lassen wir ihn direkt mal angreifen, lassen ihn in der Rotation. Eigentlich würde ich den dreifachen Goku auch mit dem Super Saiyan Angel Goku in der Rotation lassen, weil sie sich gute Links jetzt geben. Bei dem ist halt der Fall, ihre Passive muss sich ganz klar triggern, damit das auch Sinn macht. Aber wie gesagt, ihr seht schon, LA Goku regelt das von selbst. Stage 3 ist Freezer vom Strength Type. An der Stelle könntet ihr ein Free-to-Play-Tag-Team mitnehmen, das wäre nicht verkehrt, aber ein Free-to-Play-Agility-Team meinte ich. Ihr könnt natürlich ein Free-to-Play-Agility-Team mitnehmen, das wäre nicht verkehrt, wie gesagt, weil ihr da einen Typenvorteil habt. Free-to-Play-Agility-Team, da ist der Prinz Vegeta ein sehr guter Leader, der Strike-Charakter, und dann holt ihr euch einfach eure besten Free-to-Play-Units. So habe ich das im Prinzip mit dem Tag-Team gemacht gerade eben. Aber das Free-to-Play Tag Team würde für Stage 3 auch ausreichen. Das sollte auch funktionieren. Gut. Ja, Gott sei Dank hat Goku hier gut Ki bekommen. Vom Feld heraus, denn das macht es dann auf jeden Fall leichter, wenn er immer zu Ulti kommt. Das ist sehr gut an der Stelle. Genau. Eine Million. Eine Million mit einem Double 30% wieder. Das hat LA Goku. Wenn ihr LA Goku nicht habt, kein Thema. Nehmt einfach irgendeinen anderen Free-to-Play-Charakter. Dann werdet ihr quasi keine One-Shot-Maschine haben, so wie er das ist. Aber ihr sollt auf jeden Fall damit auch klarkommen. Dann werden die Runden vielleicht ein bisschen länger brauchen. Aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm an der Stelle. Genau. So. Ja, Bulma macht auch Schaden, ihr seht's. Free-to-Play Bulma macht auch auf jeden Fall Schaden. Sehr, sehr gut. Chucky Chun zieht ihn, das ist ganz wichtig. Wenn Freezer gezielt ist, dann bekommen wir eine Auto-Attack, also sind wir in der sicheren Seite. Und so gehe ich da quasi hervor, den Gegner seinen Angriff zu senken, mit Yuden zu stealen, mit Chucky Chun zu stunnen, mit Bulma? Ne, mit Yuden. aber Bulma hat, glaube ich, auch einen Stun, oder? Was hat Bulma? Ne, Bulma hat keinen Stun. Ne, 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 das habe ich verwechselt. Aber Bulma macht Schaden an der Stelle. Nicht schlecht, nicht schlecht. Genau, und so läuft das Ganze im Prinzip eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Seht ihr, wenn einmal Dreifach Goku zu Ulti kommt. Oh, und da ist die Karte gedroppt. Sehr cool. Dreifach Goku oder LA Goku, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und die Karten, ganz klar, ihr benutzt sie, um Freeze auf AC10 zu erhöhen. Und dann benutzt ihr vier Stück für den Dupe, fürs Dupen quasi. Genau, Leute, das war das Video zu Stage 4 von LF Freezer. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und an der Stelle auch an der einen oder anderen Stelle hat es ein bisschen geleckt. Sowohl er Server als auch mein PC. Ja, es kommt auch mal vor, dass die technischen Fehler da sind. Aber ihr kennt das bei mir. EOS Productions. Wie ich das immer gerne sage. Sorry dafür, deswegen war es an einer ein oder anderen Stelle ein bisschen komisch gecuttet. Am Anfang habe ich ein bisschen geleckt. Aber ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Anyways, wie gesagt, ich hoffe, das Ganze hat euch demnach trotzdem gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen ein Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.